Zumindest kann ich da nicht so ein großes... Ah, nein, ich wusste es. Zumindest traue ich mich ohne Pilz nicht so ein großes Risiko einzugehen, wie eben gerade. Nämlich einfach drüber springen. Wow! Ja, danke. Willst du mal verschwinden? Du bist im Weg. Danke. Mann! Ich hatte die Welt 4 gar nicht so krass in Erinnerung, ey. Ich dachte eigentlich, dass es erst hart ab Welt 6 wird. Mann. Aber gut, aber gut, aber gut. Ich stelle mich drauf ein. Ich habe ja schon fast die Hälfte jetzt hinter mir. So. Ich glaube, ist das hier auch... Ne, ich glaube, das ist noch nicht so ein Level, weil, wie ich ja eben schon gesagt habe, bei diesen Bowser-Leveln, dass man da immer so einen bestimmten... Boah, scheiße, war das unfair. Dass man bei den Bowser-Leveln immer so einen bestimmten Weg geben muss. Ich glaube, bei einer Welt gibt es hier im dritten Level auch schon sowas, dass man da so einen bestimmten Weg gehen muss. Aber das war hier noch nicht, glaube ich. Das habe ich nämlich anders in Erinnerung. So. Also das ist jetzt ein Mördersatz, den ich machen muss. Ah, Mann! Noch später abspringen. Puh. Ist okay, ist okay. So, schön Anlauf nehmen jetzt. Dich mach ich mal weg, du störst nämlich extrem. Also ich glaube, warten bringt nichts. Also die wird bestimmt genauso getimt sein, dass man die nur ganz knapp erwischen kann. Ich glaube nicht, dass wenn man wartet, dass die dann runterkommt. Man kann natürlich auch das Springen einfach sein lassen und ins Loch rennen. Das geht auch. Nur ist es nicht so erfolgreich. So, und hepp. So. Das gibt's doch nicht, Alter. Wie spät soll ich denn da abspringen, Alter? Ich weiß, in diesen zu den Zeiten waren Pixel noch sehr beliebt, aber so viel Pixel kann, sind da doch nicht mehr, dass ich wirklich auf den letzten Pixel abspringen kann. Jetzt aber! Ja! Da habe ich jetzt wirklich nochmal ein bisschen mehr Anlauf genommen. Jawohl. Na, ich bleib mal lieber hier drauf, da habe ich mehr Anlauf. Hep. Müssten, glaube ich, gleich die Kanonenkugeln kommen. Da sind sie schon, die Kugelwillis. Weil die kommen hier wie aus dem Nichts. Das ist das Gemeine da dran. Nein! Ah! Das ist schwer. Da braucht man sehr viel Gefühl. Der Kugelwilli hat es jetzt natürlich versaut. Schulz. Na, jetzt wollte ich auf den Kugelwilli warten, aber völlig vergessen, dass diese Plattform ja nach unten geht, sobald man draufsteht. Und jetzt darf ich das ganze Level nochmal von vorne anfangen. Dankeschön. Kugelwilli, ich hasse dich. In Mario Kart liebe ich dich, hier hasse ich dich. So. Hip. Nein. Zu wenig Anlauf. Eieiei. So. Auf ein neues. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Es ist ja Sonntagnachmittag, beziehungsweise Mittag. Wir haben noch nicht mal Nachmittag. Ah doch, Nachmittag haben wir schon. Aber noch nicht so späten Nachmittag. Ja, aber man kann ja auch darüber reden, dass wir ja bald den Traummonat für Spieler haben, nämlich den September. Zumal, obwohl ja eigentlich ist der ist allgemein der Herbst mit dem Anfang und so bis zur Mitte des Herbst ist der die Traumzeit für Spieler, weil da immer meistens die neuen Spiele rauskommen. Ich freue mich speziell auf eins, nämlich das ist FIFA 16. Ich weiß nicht warum, aber dieses Jahr freue ich mich irgendwie so richtig derbe da drauf. Und da wird es auch noch was geben bezüglich FIFA 16, wo ihr euch vielleicht drauf freuen könnt. Es wird jetzt vielleicht auch einige ansprechen, die meinen Kanal noch nicht besucht haben. Aber ich denke, das wird sehr relativ interessant werden. Aber da will ich jetzt noch nichts verraten zu. Das wird eine Überraschung.
So, Anlauf und Hep. Weil zu viel spoilern muss ja auch nicht sein. Man kann ja auch mal was geheim halten. Scheiße. Das war natürlich suboptimal, aber es hat geklappt. Was? Okay. Jetzt gefühlt. Nein, das war zu wenig Anlauf. Scheiße. Wie viel Leben habe ich nur noch? Eins. Ach, Mann. Das heißt, mit dem muss es jetzt klappen. Weißt du was, Kugelwilli? Fick dich doch in den Arsch, Alter. Das war jetzt richtig unfair. Die ist aber auch wirklich sowas von kacke getimed, dass der richtig auf mich wartet. Ah, ich komme, um dich zu töten, Alter. Ich warte nur auf dich. Ja, ja. Arschloch. Jawohl. Sehr schön. Gleich im ersten Versuch. So mag ich das. Und Anlauf. Und Hep. Jawohl. Ja, jetzt kommt er da unten. Okay. Anlauf. Und Hep. Jawohl. Warum muss ich da auch rüberspringen? Das ist so dämlich gewesen. So, wie viel prozentige Chance kommt jetzt der Kugelwilli wieder so mies? Aber er kommt zwar mies, aber nicht so mies. So, jetzt weg mit dir. Nein, da habe ich zu früh abgebremst. Mist. Also, jetzt will ich es dann aber auch mal fertig machen, dieses Level. Jetzt geht's mir ein bisschen auf den Sack. Und nein, ich heiße nicht Till Schweiger, falls das irgendeiner denkt. Und wer das jetzt nicht verstanden hat, der guckt anscheinend keine Nachrichten. Sehr schön, so muss man das machen. Puh. Okay. Welt 4 Bowser Level. Ich bin gespannt. Ich habe es nämlich keine Ahnung mehr, wie das aussah. Aha, wieder so ein Kreislevel. Oh, hups. Eine Riesenfeuerfontäne, ein Riesenfeuerbalken. Die haben das Fiese, dass die nur ein bisschen schneller sind als die anderen. Nämlich als die Kleinen hier. So, du geh mal in die Lava. Noch einer. Aber es scheint doch kein Kreislevel zu sein. Es scheint hier wirklich doch nur einen Weg zu geben. Komm du auch noch. Scheiße. Das war knapp, aber es ist gut gegangen. Ja, huh. Nein, keine Hammerwerfer. Ach, ist egal. Durch. Jetzt ist Vorsicht geboten. Ich meine, ich glaube, diese Bowser-Level muss man sowieso immer wieder von neuem anfangen. Also wenn ich jetzt Game Over gehen sollte, wäre es nicht so schlimm. Und das war so derbe knapp. Und das war unfair. Da konnte ich ja gar nichts mehr machen, ey. Ja, fängt man mal wieder von vorne an. Also wenn ich hier Game Over gebe, dann ist es... Game Over gebe es auch nicht schlecht. Wäre es nicht so schlimm. So macht man das. So rennt man hier durch. Haha. Haha. Eat this, Alter. Woo. Jetzt läuft's. Jetzt nicht mehr. Wow. Holy Motherfucker, Alter. Shit. Neuer Versuch. Und zack. Das war ziemlich knapp, aber es ist gut gegangen. Da sieht man mal, ich kann doch durchflitzen durch die Level. Ich habe es nicht verlernt. Das ist ehrlich gesagt auch eine Spielweise, die liegt mir eher. So durchzuflitzen. Jawohl. Hahaha.
Macht nichts, nicht so schlimm. Das war schlimm! Scheiße! Aber ich habe ja mehrere Versuche. Beziehungsweise unendlich. Obwohl unendlich wahrscheinlich auch nicht, weil irgendwann ist mein Wille, das zu schaffen, dann auch irgendwann im Eimer. Aber da müssen schon noch ein paar mehr Fails her. Aber das hätte ich wahrscheinlich nicht sagen sollen, weil jetzt kommen hier ganz viele Fails. Das ist schon das erste Mal. Schaff ich noch, schaff ich noch. Ja! Jetzt habe ich natürlich das Problem mit dem Hammerwerfer. Aber klappt. Hep, hep, hep. Jawohl. Weg mit euch. Das war knapp. Also ich finde, diese Feuerbälle, die Bowser... Oh, meine Güte, Alter. Diese Feuerbälle, die Bowser spuckt, die haben eine unglaublich beschissene ein unglaublich beschissenes Timing. Das wollte ich sagen. Okay, das ist jetzt eine fiese Stelle mit dem Feuerball. Aber es hat geklappt. Durch, durch, durch! Ja! Puh! Lecko Fecko war das knapp, Alter. Meine Güte. So, vier Stück. Puh. Peace. So, Welt 5. Schnee. Oh! Piranha-Pflanze, Hilfe. So, so, so. Ja. Jawohl. Nein! Zu wenig Tempo. Oh, ich muss mal was trinken, ey. Total trockenen Mund. Ah. Ah, jetzt geht's mir besser. Ich werde jetzt wahrscheinlich auch gleich diese erste Aufnahme beenden. Denn ich habe ja nur schon viel geschafft. Also ein Drittel habe ich so geschafft, wenn man es mal will. Mit Welt 4, mit dem Abschluss Welt 4. Deswegen mache ich jetzt weiter bis zum nächsten Abkacken. Und dann höre ich auf für heute. Oder wenn ich jetzt diese Welt schaffen sollte hier. Bonus-Level. Ah, oben. Das ist natürlich immer ein bisschen mies. Ach, wie macht man das denn nochmal? Ich hab's vergessen. Ah, so geht's. Haha. Oh, ein Pilz. Wie wäre ich denn jetzt an den bitte rangekommen? Okay. Gut. Das Level habe ich geschafft. Oh, scheiße. Wind, Alter. Na, das kann ich ja leiden. Oh, da ist das Kacken. Okay. Dann ist das für mich das Signal, hier Schluss zu machen. Ich werde speichern und ausmachen. Quit. Ja, Super Mario All-Stars. Ja, ich würde sagen, das war eine erste Aufnahme, die sich gelohnt hat. Also... schauen wir mal, wie sich das Let's Play dann in Zukunft entwickelt. Ich glaube, es gab auch schon einiges für euch zu lachen. Wie gesagt, wir schauen, wie sich das als in nächster Zeit entwickelt. Gut, dann darf ich mich an dieser Stelle dann von euch verabschieden und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Euer Enrico oder The Dark Spyro Dragon, wie ihr wollt. Ciao, ciao.